Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Skorpione, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Natürlich decken wir sie wie gewohnt gemeinsam auf. Manche von euch könnten feststellen, es hallt etwas, liegt daran, dass ich Fenster und Türen geschlossen habe, weil während ich die Karten ausgelegt habe, tatsächlich es stark zu regnen begonnen hat. Das eine war wahrscheinlich wesentlich unangenehmer und lauter, vor allem als dass es jetzt hier ein wenig hallt. Ich hoffe, es ist nicht weiter störend. Sprechend vom Regen und von Regenschauern, das Unwetter, können wir hier schon sehen, dass es eine Hauptenergie von euch, Chaos, besser gesagt, ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne und Unwetter bzw. Chaos. Das kann natürlich hier in eine strukturierte, in eine geregelte Situation oder um einen Umstand sich drehen und handeln, der im Prinzip lief, wo keiner etwas zu wünschen übrig hatte, in denen aber eine ganz bestimmte chaotische Phase jetzt sozusagen eingeleitet werden könnte. Entweder verursacht durch ein Vorkommnis, durch eine ganz bestimmte Situation, die sich erst noch ereignen kann, für viele von euch natürlich. Natürlich kann es hier aber auch einen sogenannten Unruhestifter geben, der jetzt hier in die Ordnung das Chaos bringt. So oder so scheint es hier zu den ein oder anderen Herausforderungen zu kommen, liebe Skorpione, mit denen ihr euch möglicherweise potenziell vorrangig beschäftigen müsst. Ob ihr das wollt, ob ihr das tun werdet, ob ihr das müsst, das sind alles natürlich dann Fragen, die ich noch versuche hier während der Legung zu beantworten. Der Hierophant ist hier die erste Karte. Der Hierophant kann zweideutig gedeutet werden. Zum einen kann er für die Vogelperspektive stehen, das Große und Ganze. Man kann von Ursache und Wirkung sprechen. Genauso wie aber auch der Hierophant für Regeln stehen kann, für Perspektiven. Manchmal so etwas wie Tugenden, Leitsätze, Grundsätze oder Moralen. Man kann auch von Idealen sprechen. Häufig sind es dann Devisen, nach denen man gedenkt vorzugehen. Verändere nichts, was läuft oder gut Ding will Weile haben oder man könnte auch sagen, ja, bleibe bei dem, was sich bewährt hat. Also das sind natürlich, wie gesagt, Tugenden oder Moralen oder Leitsätze oder Sprüche. Wenn sie sich bewahrheiteten, wenn sie möglicherweise auch verlässlich sind, will man das beibehalten. Ansonsten benötigen auch ganz bestimmte Ursachen, manchmal auch ganz bestimmte Maßnahmen. Also unterschiedliche, außergewöhnliche Situationen bedürfen auch teilweise eine gewisse Anpassung, Flexibilität oder Justierung. Das möchte ich mir natürlich noch anhand der Spiegelungen und Klärungen genauer ansehen. Die Acht der Münzen. Die Acht der Münzen ist eine ganz klassische Arbeitskarte. Es kann sich also hier bei diesem Unwetter, bei diesem Chaos, bei diesem Sturm, könnte man auch sagen, sich bei den ein oder anderen von euch um den arbeitstechnischen, vielleicht auch hobbytechnischen Bereich drehen und handeln, wo man vorher einer ganz gewissen Struktur, einer Routine, einem Konzept folgte, könnte es jetzt hier gut und gerne die ein oder anderen Ungereimtheiten geben. Genauso könnte es aber natürlich auch einen anderen Bereich von euch betreffen, liebe Skorpione, wo man jetzt hier sozusagen notwendigerweise sich ins Zeug legen muss. Ich sprach gerade schon von Gegenmaßnahmen, ich sprach gerade schon von Justierungen, die jetzt hier möglicherweise durch euch erfolgen müssen. Was jetzt sozusagen aus dem Ruder lief, das müsste man jetzt hier versuchen zu reparieren. Es ist ja generell Anstrengung, es ist ja Fleiß oder Arbeit, wie gesagt, generell ein Aufwand ist darin dargestellt.
Und der könnte natürlich hier auch gut und gerne von dem einen oder anderen von euch betrieben werden müssen, um wiederum Ordnung ins Chaos zu bringen oder die Ordnung wiederherzustellen. Auch das wäre hier gut und gerne möglich. Auch das möchte ich mir natürlich noch genauer ansehen. Die 6 der Münzen. Die 6 der Münzen ist jetzt hier auch wiederum vielseitig zu interpretieren, weil die 6 der Münzen häufig auch finanziell gedeutet werden kann. Also dann ist es hier nicht nur Arbeit oder Hobby, sondern vielleicht auch hat es etwas mit den Finanzen zu tun. Klar kann das eine und das andere ineinander greifen. Mit den 6 der Münzen muss es hier nicht nur der finanzielle Aspekt sein, sondern es kann auch der zwischenmenschliche Aspekt sein. Weil bei den 6 der Münzen spricht man häufig vom Geben und Nehmen, vom Prinzip eine Hand wäscht die andere. Vom Wie du mir, so ich dir kann man manchmal genauso sprechen. Aber eventuell seid ihr nicht nur auf euch alleine gestellt, um jetzt hier wiederum sozusagen das Chaos zu vertreiben oder wieder Ordnung zu schaffen, sondern dabei könnten euch möglicherweise ein oder mehrere Menschen ebenso behilflich sein. Vielleicht seid ihr auch angewiesen auf die Mithilfe von einer oder mehreren Personen, dass man hier möglicherweise sich auch auf andere verlassen müsste, um etwas wieder zu begradigen oder zu bereinigen, ist hier ebenso noch ein naheliegendes Szenario, was ich mir auch noch genauer anschauen will. Der König der Stäbe, eine Hofkarte im Feuerzeichen. Zu den Hofkarten ist zu sagen, dass nicht unbedingt entscheidend ist, welches Element dargestellt ist, sondern die Charakteristik ist entscheidend. Jede Hofkarte kann auch jedes Sternzeichen darstellen und gerade ein König der Stäbe ist typisch für jemanden, der sich wirklich Arme und Beine für etwas ganz Bestimmtes herausreißen würde, wenn es seine oder ihre Zeit, sein oder ihr Aufwand wert ist. In dem Sinne könnte hier im König der Stäbe eure Energie dargestellt sein. Dann heißt es, ihr seid hier sehr bestrebt darauf, das Ganze wieder in Ordnung zu bringen oder müsst es vielleicht sogar in Ordnung zu bringen, wobei ihr dieses Chaos gar nicht habt verursachen müssen. Der König der Stäbe könnte hier auch ein Bezugsmensch von euch sein, vielleicht ein Helfer, vielleicht aber auch jemand, dem ihr helfen wollt, der sozusagen jetzt von diesem Chaos nicht unbedingt erfreut ist, der aber von alleine auf sich gestellt da nicht unbedingt einen Ausweg findet. Auch durch diese Hofkarte hier, weil sie auf euch, auf einen Bezugsmenschen natürlich ebenso bezogen werden kann, scheint mir das noch ein recht, ja, ich sage jetzt mal individuelles Szenario zu sein, aber generell scheint hier in etwas eigentlich Funktionierendes eine Art fehlerhaftes Verhalten, eine Art Fehler sich einzuschleichen, möglicherweise etwas, was lief, scheint jetzt hier aus bestimmten Gründen nicht mehr zu laufen. Und diese Gründe, die möchte ich natürlich noch versuchen, genauer einzugrenzen. 2 der Münzen. Ich habe hier viele Münzkarten. Münzkarten haben häufig etwas mit Beständigkeit zu tun. Sie haben natürlich auch teilweise etwas mit Arbeit zu tun oder mit den Finanzen, wie auch schon gesagt, zu tun. 2 der Münzen ist generell hin und her überlegen, Pro und Contra abwägen. Man spricht vom Wankelmut. 2 Münzen auf den Hierophanten in der Spiegelung besagt, dass man hier möglicherweise einen Überblick sich zunächst einmal verschaffen muss, quasi eine Art Fehleranalyse betreibt. Das heißt, worin liegt der Fehler? Wo ist die Wurzel allen Übels zu finden? Wie ist das überhaupt passiert? Wie konnte das passieren? Wie ist das bergab gegangen? Womit ist das zu erklären? Dann, man ist hier konfrontiert mit einer Herausforderung, mit einer schwierigen Situation, wo man möglicherweise sich jetzt auch einbringen muss, aber dafür, um eine Lösung zu finden, um den Fehler zu beheben, ist es definitiv ratsam, erstmal zu wissen, wie ist der Fehler überhaupt entstanden. Und dort anzusetzen, dort quasi den Hebel anzusetzen, scheint hier für viele von euch eine Grundmaßnahme zu sein, die hier einige erst einmal noch in Erfahrung bringen müssen. Man will hier also sich einen Überblick verschaffen, eine Diagnose erstellen, so könnte man es auch kurz und knapp formulieren, aber bedenkt, das kann in einem allgemeinen Reading tatsächlich sehr viele Bereiche betreffen. Kommunikation ist hier mit den 8 der Stäben jetzt im Outcome dargestellt und scheint mir auch für die Solvierung dieses Problems eine Art Schlüssel zu sein. 8 der Stäbe bedeutet häufig Kommunikation, auf der aufgebaut werden kann, die etwas ins Rollen bringt. 8 der Stäbe ist aber auch eine Bewegungskarte. Also deswegen könnte ich mir hier gut und gerne eine Art Fehleranalyse schon vorstellen, wo man zunächst einmal die ein oder anderen Informationen in Erfahrung bringen muss, damit man überhaupt weiß, womit man es zu tun hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr dieses Chaos unterm Strich verursacht habt oder ob das da vielleicht durch andere Menschen oder durch ganz bestimmte Unvorhersehbarkeiten zunächst einmal entstanden ist.
Die Liebenden. Die Liebenden ist hier eine sehr eindeutige Karte, muss ich sagen, denn es scheint sich hier ein großes Stück um die Zwischenmenschlichkeit zu drehen. Es kann natürlich auch hier wiederum so dargestellt sein, dass der finanzielle und zwischenmenschliche oder der arbeitstechnische und zwischenmenschliche Aspekt hier ineinander greifen. Dann hätten wir es hier klassischerweise mit eurem Chef zu tun oder mit einem Arbeitskollegen oder mit einem Kunden zu tun. Es kann natürlich auch Liebenden und sechs Münzen hier etwas mit den Finanzen zu tun haben, die beispielsweise ihr und ein Partner oder eine Partnerin von euch als eine Art Gemeinschaftskonto bisher geführt haben. Auch das sind hier natürlich alles beispielhafte Szenarien, was jetzt nicht bedeuten muss, dass jetzt hier schlichtweg um die Zwischenmenschlichkeit oder schlichtweg sich um die Arbeit dreht, sondern das eine, wie gesagt, kann auch ineinander in das andere greifen. Aber es scheint hier die Ursache des Problems ein ganz bestimmter Mensch zu sein. Eine Person zu sein, die euch wahrscheinlich nicht fremd ist, die man aber zunächst einmal im ersten Moment nicht als eben den Unruhestifter identifizieren kann. Die Liebenden auf den Hierophanten. Den Liebenden auf den Hierophant bedeutet nämlich zunächst einmal herausfinden zu müssen, wer ist schuld an dieser Misere? Wer hat die Hauptschuld? Was wurde da gesagt, getan oder nicht gesagt oder nicht getan, kann natürlich genauso sein. Erst einmal muss man hier sozusagen den Fehler identifizieren, bevor man ihn ausbügeln kann. Das möchte ich mir auch noch genauer ansehen. Drei der Kelche. Die Drei der Kelche ist jetzt hier doch schon ein sehr deutliches Indiz dafür, dass da doch schon eine dritte außenstehende Person ihre Finger mit im Spiel haben kann. Die Drei der Kelche ist an einem ganz klassischen zwischenmenschlichen Reading die Dreierkonstellation. Die Wiedervereinigung kann das hier sein. Drei der Kelche bedeutet generell andere Personen oder Personenkreis, kann man auch dazu sagen. Und mit dem Personenkreis auf die Arbeitskarte kann es natürlich das Kollegium darstellen, beziehungsweise natürlich kann das auch in einem anderen Bereich beispielsweise Freunde oder Familienmitglieder darstellen. Aber es scheint hier nicht unbedingt euch zuzuschreiben zu können, dass ihr hier sozusagen für dieses Chaos gesorgt habt. Ich glaube nicht, dass ihr hier der Grund für dieses Problem seid. Ich glaube aber, dass ihr hier jene seid, die dieses Problem lösen sollen oder ein persönliches Interesse daran haben, dieses Problem zu lösen. Ich glaube aber, dass es ausgelöst durch Außenstehende, mindestens einen, vielleicht auch mehrere Menschen. Die Drei Kelche neben den Liebenden könnte bedeuten, dass man hier mit einem ganz bestimmten Menschen vielleicht bislang gut kann oder gut konnte, man super miteinander klar kam, aber vielleicht auch durch eine außenstehende Person dieses harmonische Verhältnis gestört wurde. Dass es hier beispielsweise jemanden gibt, und dann ist es die typische Dreierkonstellation, die euch bei einem ganz bestimmten Menschen jetzt schlecht geredet hat, die euch möglicherweise dann auch niedergemacht hat. Vielleicht wurden hier Gerüchte über euch gestreut und was dann euer Ansehen bei einem bestimmten Menschen natürlich dann deutlich verschlechtert haben könnte. Das ist eines von vielen Beispielen, was ich euch geben kann. Auch da möchte ich die weiteren Karten noch abwarten. In der Mitte des Readings auf die Sechs der Münzen geklärt haben wir die Fünf der Schwerter. Die Fünf der Schwerter ist eine trickreiche Energie, eine vorwiegend negativ mental behaftete Energie. Bei den Fünf der Schwertern handelt es sich häufig um einen Kampf, der keine Sieger hervorbringt. Um eine Art aussichtslosen Kampf kann es sich hier drehen und handeln, beziehungsweise kann es hier sich um eine Schlacht drehen, die man nicht gewinnen kann. Fünfter Schwerter kann aber auch auf sich persönlich auch bezogen werden und dann ist das hier die Selbsthinterfragung, teilweise auch die Selbstsabotage, manchmal sogar in ganz speziellen Situationen die Selbstzerstörung. Fünfter Schwerter auf die sechs Münzen bedeutet aber potenziell, dass man zunächst einmal versucht auszuschließen, selbst einen Fehler gemacht zu haben und wenn man das kann, dann will man natürlich versuchen, an wem ist dieser Fehler auszumachen, wer ist dafür verantwortlich, wenn es sich jetzt schon nicht selbst bin. Und ich glaube, dass ihr hier selbst nicht verantwortlich für diesen Fehler seid. Sonst hätte ich hier eine ganz andere Energie als die Sechs der Münzen. Ich glaube, dass hier mindestens eine weitere außenstehende Person unterm Strich für diesen Fehler verantwortlich zu machen wäre. Und ob das jetzt ein Arbeitskollege ist oder ob das vielleicht jemand ist, der neidisch ist auf euch und euren Partner oder eure Partnerin oder möglicherweise jemand in eurem Familienbereich, den man dann gut und gerne als das schwarze Schaf der Familie bezeichnen kann, das mag alles sehr plausibel sein, für den einen oder anderen von euch natürlich dann auch unterschiedlich auf die persönliche Situation zu beziehen. Aber fünf Schwerter auf sechs Münzen
Ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass die Bereinigung dieses Chaos tatsächlich auf die Mitwirkung eines oder vielleicht sogar mehrerer ganz bestimmter Menschen ankäme. Anders formuliert, auf euch alleine gestellt, könntet ihr hier nicht unbedingt für Ordnung sorgen. Und das macht das Ganze zu einer recht trickreichen Herausforderung, möchte ich sagen. Weil wenn man dann angewiesen ist auf andere Menschen und dessen Zuwirkung oder dessen Mithilfe oder Hilfestellung, dann macht man sich natürlich, wie gesagt, nicht nur ein Stück weit abhängig, sondern man macht den Erfolg auch abhängig an anderen Personen. Und dieses Skeptische, dieses, na hoffentlich wird er oder sie dem nachgehen, was er oder sie tun soll, so jetzt natürlich salopp formuliert, das kann ich hier in der Mitte mit dem Trigger hier und mit der Erklärung schon sehr deutlich erkennen. Gerade auch mit der Leistung, mit der Tätigkeit, mit der Schaffenskraft und Tüchtigkeit in der Konjunktion. Das Gericht. Es könnte hier gut und gerne, ich sage jetzt mal, einen gewissen Zeitdruck geben. Das Gericht ist ein absehbarer Zeitpunkt. In vielen Fällen ist es weiterhin auch eine Karte, die auf eine Erkenntnis, auf eine Bewusstwerdung oder auf eine Art Einleuchtung hinweist. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Einleuchtung sich darauf bezieht, und das sehen wir hier in der Spiegelung, dass nicht ihr selbst, sondern eine bestimmte andere Person für diese Misere, wie gesagt, verantwortlich ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn es beispielsweise um euch und um einen Bezugsmenschen geht, nehmen wir ruhig einen Partner oder eine Partnerin von euch, vielleicht auch Wunschpartnerin oder Wunschpartner, sei mal dahingestellt, aber es könnte hier eine dritte außenstehende Person geben, die nicht nur wie ihr, sondern auch selbst Interesse an einem ganz bestimmten Menschen hat. Und um sich besser hinzustellen, könnte es tatsächlich ein Vorgehen eines außenstehenden Menschen sein, euch niederzumachen, damit man selbst besser dasteht. Das ist so eine typische manipulative Dreierkonstellation. Und es kann hier für den einen oder anderen definitiv so ein Szenario hier geben. Natürlich muss das nicht mit der Liebe im Zusammenhang stehen, sondern kann beispielsweise auch sich auf einen Arbeitskollegen beziehen, der euch anschwärzt, beim Chef sozusagen verpetzt oder niedermacht, damit er oder sie besser dasteht als ihr. Jemand, der euch rausekeln möchte. Auch das wäre hier ein plausibles Szenario. Aber dieses Gericht auf die drei Kelche scheint wiederum sozusagen in dem Sinne darzustellen, dass man hier nicht nur einen leisen Verdacht hat, sondern schon eine recht fundierte Ahnung haben könnte, wer das dann sein kann. Wer in dem Szenario dann dieser König der Stäbe ist. Weil dem König der Stäbe ist in dem Sinne, dann ist es nicht eure Energie, sondern die jenes dritten außenstehenden Menschen. Dem oder der ist jedes Mittel recht. Und das ist auch jemand, der dann teilweise über Leichen gehen würde, der auch moralisch fragwürdige Mittel in Erwägung ziehen würde, Hauptsache er kommt an sein Ziel. Dann ist das hier definitiv eine sehr schwierige Situation, beziehungsweise auch natürlich eine sehr schwierige Person, mit der man es hier sozusagen als Konkurrenten oder Konkurrentin zu tun hat. Dieses Gericht kann nicht nur als Erkenntnis dargestellt sein, sondern eben auch als Zeitpunkt dargestellt sein. Innerhalb dieser Frist oder Zeit, lange es sozusagen dringend notwendig ist, zu handeln. Die Acht der Kelche. Die Acht der Kelche ist eine Situation, die man entweder gedenkt zu verlassen oder die man schon bereits versucht hat, hinter sich zu lassen. Manchmal sagt man hier auch nach den Sternen greifen, beziehungsweise ist bei den Acht der Kelche auch generell sowas wie Fluktuation dargestellt. Acht der Kelche auf die Liebenden in der Spiegelung. Es könnte sich hier um einen Menschen drehen und handeln, dem man mal näher war, als man es im Moment ist oder seit einem ganz bestimmten Vorkommnis jemals wieder war. Es könnte sich hier beispielsweise um eine Art Ex-Freund oder Ex-Freundin, Ex-Partner oder Ex-Partnerin drehen, die jetzt einem hier sozusagen versucht, das Leben schwer zu machen, um es ganz plump auszudrücken. Es könnte natürlich auch sein, dass hier ein Bezugsmensch von euch, nehmen wir ruhig einen Herzensmenschen, ihr wollt hier mit jemandem zusammen sein, bitte behandelt das natürlich als Beispiel, und das sieht man hier sozusagen. Dieses Zusammenkommen wollen wird erheblich erschwert durch eine dritte außenstehende Person, der oder die vielleicht sogar der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin eures Gegenübers ist. Das heißt, ihr habt es hier vielleicht mit einem Menschen zu tun, der euer Gegenüber nicht loslassen will. Acht Kelche auf zwei Münzen bedeutet, dass man hier herausfinden möchte, welche
welchen Plan dieser Mensch verfolgt, welche Ursachen es dafür geben könnte, beziehungsweise wie weit dieser Mensch noch gehen würde. Ich glaube, dass ihr hier mit einem Menschen konfrontiert werdet, der sich euch gar nicht zeigen muss, aber dem ihr sehr vieles zutrauen könntet. Diese Kommunikation, die darauf folgt, könnte natürlich auch so etwas wie ein zur Rechenschaft ziehen sein, weil dieses Chaos ist hier bereits entstanden und jetzt könnte man hier jemanden oder man könnte sagen, an jemanden die Forderung stellen, dieses Chaos wiederum zu bereinigen. Du hast Gerüchte über mich gestreut, die nicht wahr sind. Jetzt bist du aber auch jener oder jene, die das Ganze richtigstellen muss. Du musst das jetzt ausbaden, weil du hast mir im Prinzip darunter geschadet. Das ist natürlich auch wiederum nur ein weiteres Beispiel, aber es scheint hier sich um jemanden zu drehen und zu handeln, hier zu sehen und hier zu sehen, der nicht das erste Mal in eurem Leben präsent zu sein scheint, beziehungsweise den ihr vielleicht sogar schon länger kennen könntet, wo aber eine gewisse Distanz oder ein, ja, man könnte auch sagen, ein gewisses sich aus dem Weg gehen seit geraumer Zeit praktiziert wird. Das Ass der Stäbe, das ist tatsächlich, kann das die Forderung sein, hier mit der Verbindung zu den Acht der Stäben, kann das dieses Du hast es verbockt und du bist jetzt auch jener, der das Ganze wieder ausbaden muss. Du musst das jetzt richtigstellen, weil du hast den Fehler gemacht. Das ist hier die Anforderung, es ist Handlung, Tat. Man kann auch von Leistung sprechen, man kann auch von Feurigkeit und Tüchtigkeit sprechen, aber generell hat man hier definitiv einen gewissen Handlungsdrang oder Handlungszwang. Und den hat man nicht nur selbst, sondern potenziell auch ein ganz bestimmter anderer Mensch. Jemand muss etwas machen, nur gemeinsam wird man es potenziell schaffen, diese Suppe wieder auszulöffeln. Und das kann bei vielen von euch sich nach wie vor auf unterschiedliche Bereiche beziehen, liebe Skorpione, weil ich weiß nicht, ob das jetzt euer Ex-Partner oder eure Ex-Partnerin ist, der oder die euch angeschwärzt hat bei einem Menschen, dem ihr eigentlich näher kommen wollt. Und dieser Mensch, der hat euch jetzt blockiert, weil ein anderer Mensch Schlechtes oder Schwachsinn, auf gut Deutsch gesagt, über euch erzählt hat. Und ihr könnt jetzt natürlich an diesen Menschen herantreten und sagen, was ihr wollt. Wenn dieser Unruhestifter es nicht zugibt oder nicht für Klarheit oder Ordnung sorgt, dann werdet ihr da möglicherweise sagen können, was ihr wollt. Euch wird kein Glauben mehr geschenkt. In einer derart verzwickten Lage könnten sich hier manche von euch befinden und dann bleibt euch vielleicht sogar gar nicht anderes übrig, diesen Menschen, der unterm Strich für das Chaos sorgte, jetzt sozusagen auch dazu auffordern, wieder Ordnung zu schaffen. Und je nachdem, welchen Schlag von Menschen ihr damit natürlich dann auch habt vor euch, desto schwieriger oder auch manchmal desto leichter könnte dieses Vorhaben euch gelingen. Es gibt Menschen wie zum Beispiel einen König der Stäbe, der dahingehend aber recht stur sein kann, der dahingehend unbelehrbar sein könnte oder der es nicht einsieht schlichtweg, warum er oder sie jetzt sich die Hände schmutzig machen sollte. Die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit auf die Liebenden ist etwas Interessantes, denn es scheint hier tatsächlich eine dritte außenstehende Person auch hier in der Konjunktion zu geben, die manipulative Art und Weise versucht, entweder sich selbst besser hinzustellen als eine andere Person. Das heißt im Prinzip anhand eines Beispiels formuliert. Ihr habt Interesse an einem ganz bestimmten Menschen und dieser ganz bestimmte Mensch wird jetzt hier sozusagen manipuliert von einer dritten außenstehenden Person. Diese dritte außenstehende Person setzt eurem Gegenüber eine Art Floh ins Ohr, dass ihr ein schlechter Mensch seid, liebe Skorpione. Und dieses Gerücht könnte hier nicht nur die Runde machen, das ist das eine, vor allem, und das ist das Schwerwiegende, könnte es natürlich die Sicht eures Bezugsmenschen auf euch erheblich in ein negatives Licht rücken. Das heißt, dass hier etwas aus dem Gleichgewicht gebracht wird, was vorher sich im Gleichgewicht befunden hat. Und vom Gleichgewicht sprechend habe ich hier das Gleichgewicht, ich habe hier die Balance oder die Ausgeglichenheit und ich habe hier schließlich diese Gesamtsituation. Und deswegen habe ich euch ganz am Anfang auch schon erklärt, es scheint mir hier nicht mit Chaos anzufangen, sondern es scheint mir hier sich dieses Unwetter zunächst einmal zusammenzubrauen. Dort, wo vorher Sonnenschein war, wo es vorher lief, auf gut Deutsch gesagt, scheint jetzt hier tatsächlich eine Art Chaos sozusagen
einzutreten. Und wer dafür verantwortlich ist, sehen wir hier sehr deutlich, eine dritte außenstehende Person, die ich hier natürlich nicht weiter eingrenzen kann, weil für manche von euch wird das euer Bruder sein, für manche wird das der Ex-Partner sein, für manche wird das der Chef sein oder ein Arbeitskollege sein. Aber jemand schwärzt euch hier an bei jemandem, zu dem ihr vielleicht Interesse habt. Ein bestimmtes Interesse. Muss nicht körperlich sein, muss nicht liebestechnisch sein, kann natürlich, wie auch schon gesagt, der Chef auf der Arbeit sein. Und das ist auf die persönliche Situation zu beziehen. Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir auch schon seit hier, muss ich sagen, stelle. Was hat dieser Mensch davon? Was hat dieser Mensch davon, euch niederzumachen? Vielleicht, um sich selbst dann auch höher zu stellen. Das ist das Einzige oder eigentlich auch das Offensichtliche, was ich mir natürlich vorstellen kann. Das Eigeninteresse durchsetzen. Und dafür muss man natürlich dann auch die ein oder anderen Gerüchte vielleicht sogar streuen, wenn man sich nicht anders weiß, zu helfen. Zweiter Schwerter ist Unsicherheit, Entscheidungsunfähigkeit, Verwirrung und Konfusion. Diese Energie auf die drei Kelche, wer könnte das sein? Was könnte dieser Mensch im Schilde führen? Was genau hat er oder sie da gesagt? Und ich glaube, ich habe es euch hier hinten schon versucht zu erklären. Ihr versucht herauszufinden, wer könnte das sein? Wer hätte Anlass dazu? Wer hätte einen Grund dazu? Wem traue ich das zu? Und dieser König der Stäbe, der wird euch erst nach einer geraumen Zeit auffallen. Ich glaube, am Anfang, wenn dieses Unwetter sich zusammenbraut, wenn dieses Chaos entsteht, seid ihr noch zunächst einmal relativ ratlos, wer oder was dafür verantwortlich ist. Erst diese Erkenntnisse, erst diese Recherche, könnte man sagen, die wird euch hier potenziell irgendwann auf einen ganz bestimmten Menschen führen. Und das sehen wir auch hier noch einmal mit der Unsicherheit, mit der Selbsthinterfragung und dann schließlich mit dem König der Stäbe. Weil zunächst einmal denkt man, man hat selbst etwas verbockt. Man denkt, man ist selbst sozusagen der Fehler oder hat selbst etwas falsch gemacht, bevor man dann merkt, okay, ich kann eigentlich gar nichts dafür. Es ist eine dritte außenstehende Person, die man noch nie im Leben gesehen haben muss, die man aber natürlich auch vielleicht sogar tagtäglich um sich hat, weil das kann jedwede Person sein. Aber auf diese Person kommt man im ersten Moment nicht. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Es wird sich dieser Unruhestifter zunächst einmal noch herauskristallisieren im Laufe einer gewissen Zeit. Und das Rad des Schicksals unterstreicht das eigentlich jetzt gerade noch einmal. Das Rad des Schicksals ist eine Zeitkarte. Sie steht für Entwicklungen generell. Rat des Schicksals auf die Fünf der Schwerter bedeutet, dass man sich hier tatsächlich eine Zeit versucht, sich selbst ein Bild darüber zu machen. Hätte ich etwas anders machen können? Habe ich etwas falsch gemacht? Wenn ja, wo war der Fehler, den ich begangen habe? Und irgendwann wird man feststellen, da gibt es nichts zu finden. Und mit den Sechs der Münzen und dem Rat des Schicksals hier in der Spiegelung glaube ich auch, dass dieses Unwetter bereinigt werden kann, indem dass er oder sie, also diese dritte außenstehende Person, sozusagen eine Art Erkenntnis davon trägt, dass er oder sie falsch gehandelt hat. Möglicherweise muss er oder sie auch wiederum Ordnung ins Chaos bringen. Ob ihr ihn oder sie dazu überreden müsst oder es von ihm oder ihr verlangen müsst, das kann natürlich für den einen oder anderen so dargestellt sein. Allerdings ist es dann immer noch eine Frage, ob euer Bezugsmensch da einlenkt oder nicht. Also ihr seid hier in einer recht trickreichen Situation, muss ich sagen, wo viele von euch, und das sehen wir hier gleich in der Mitte mit den fünf Schwertern, nicht wirklich einen Ausweg sofort parat haben. Wie man jetzt da am besten vorangeht, weitermacht, welche Maßnahmen man ergreift, ob man überhaupt eine Chance hat, das sind alles Fraglichkeiten oder Fragwürdigkeiten, die einige von euch tatsächlich eine Zeit lang gerade mentaler Natur beschäftigen werden. Bis dann eine Erkenntnis kommt. Also es liegt jetzt hier sehr auf der Hand. Das muss ich euch genau erklären. Hier sieht man das sehr deutlich. Hier sieht man das sehr deutlich, dass der Fehler bzw. der Unruhestifter, die Wurzel allen Übels, könnte ich sagen, wird hier zunächst einmal eine Zeit lang zerdacht. Man kommt nicht auf diesen Menschen. Das sehen wir hier und das sehen wir hier, wie auch schon gesagt. Beziehungsweise dreht und handelt es sich dann unterm Strich um jemanden, dem man das nicht zugetraut hätte. Allerdings, Gericht auf den König der Stäbe, Ass der Schwerter auf König der Stäbe. Das sind beides Karten, die eine gemeinsame Deutungsvariante haben. Und das ist die Klarheit, die Erkenntnis, die Bewusstwerdung, die Offenbarung. Das sind diese beiden Energien auf diese Person hier. Und entweder seid ihr das, denen hier ein Licht aufgeht,
Wie ist dieses Chaos zu begründen? Wer ist der Verursacher? Warum hat er oder sie so gehandelt? Was führt er oder sie da im Schilde? Das kann das eine sein. Dann ist das euer Licht, welches euch hier aufgeht im Laufe einer Zeitspanne. Oder es ist dann tatsächlich jener Mensch, der sozusagen von euch enttarnt wird. Das andere ist, dass ich hier mit dem Ass der Schwerter jetzt die dritte Kommunikationskarte in diesem Reading habe. Und ich glaube, dass ihr hier nicht nur einen Schuldigen finden werdet, sondern ihn oder sie nicht nur darüber in Kenntnis setzen werdet, was er oder sie da angerichtet hat, sondern wahrscheinlich sogar mit einem gewissen Nachdruck auffordern werdet, das Ganze zu bereinigen. Ich glaube, ihr verlangt hier von jemandem, das, was er oder sie ins Unheil gestürzt hat, wieder zu reparieren. Und das kann schwieriger sein, das kann auch ganz leicht funktionieren, je nach Situation natürlich. Allerdings ist hier die größere übergeordnete Frage, wird dieser Mensch ein Einsehen haben? Wird dieser Mensch erkennen, okay, ich habe da Scheiße gebaut, auf gut Deutsch gesagt, ich habe da etwas verschuldet und ich muss das jetzt auch wieder gerade biegen, weil erfahrungsgemäß ein König der Stäbe ist eine recht unbelehrbare Person. Das ist jemand, der, wenn er oder sie nicht den Sinn einer Sache oder den Zweck einer Handlung erkennen kann, meistens tatenlos bleibt. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr da so etwas wie, ja, man könnte sagen, eine Art Überredungsarbeit leisten müsst, vielleicht sogar auf eine bestimmte Art und Weise ihn oder sie dazu zwingen könnt. Fünf der Kelche. Wundert mich gar nicht in dieser Situation. Fünf der Kelche ist Reue, Trauer, Verlust. Man kann auch von einer Enttäuschung oder Frustration sprechen. Fünf der Kelche auf die Mäßigkeit. Ich könnte mir hier gut und gerne vorstellen, dass hier nicht nur die ein oder anderen Gerüchte oder Lügen über euch verbreitet wurden, sondern dass hier auf kommunikative Art und Weise ein Schaden entstanden ist, der nun zunächst einmal wirklich repariert werden muss. Und ich glaube, dass mit den Fünf der Kelchen auf die Acht der Kelche hier jemand, entweder ist es Eifersucht, das ist das eine, es ist eine eher seltenere Deutungsvariante bei den Fünf der Kelchen, aber es kann die Eifersucht sein oder der Neid sein. Es könnte aber auch gut und gerne eben dieses Nicht-Loslassen sein. Acht der Kelche, genauso wie Fünf der Kelche, sind vergangenheitsbezogene emotionale Karten. Und wenn hier beispielsweise euer Ex-Partner oder eure Ex-Partnerin euch bei eurem neuen Freund, bei eurer neuen Freundin schlecht redet, in der Hoffnung, euch zurückzugewinnen, ist das hier ein durchaus plausibles Szenario. Worauf man erstmal kommen muss, ist, dass das hier euer Ex-Partner oder eure Ex-Partnerin war, der oder die euren neuen Partner oder neue Partnerin hier vergrault hat, sodass ihr erst einmal blockiert wurdet. Wer ist daran schuld? Was ist daran schuld? Darum wird sich hier wahrscheinlich die erste Zeit drehen, es herauszufinden, wo liegt die Wurzel allen Übels, bevor es dann zu der Reparaturarbeit überhaupt erst einmal kommen kann. Das sehen wir dann hier eher hier hinten. Aber dieses Unwetter, das scheint hier nicht innerhalb von ein paar Minuten wieder vorbeizuziehen, sondern euch schon die ein oder anderen Gedanken zu bereiten, was auch die nächste Zeit, nachdem hier sozusagen das Chaos initiiert wurde. Der Narr ist hier im Outcome. Der Narr ist eine Karte, die man ganz typischerweise auf einen Neustart hinweisen und deklarieren kann. Der Narr kann definitiv für den Anfang einer längeren und größeren Reise stehen. Generell Neubeginn könnte hier bedeuten, vor allem mit dem Ass der Stäbe, was auch Neustartsenergie natürlich dann auch als Grunddeutung hat. Es könnte hier bedeuten, dass hier dieses Chaos, dieses Unwetter zunächst einmal eine komplette Regenwoche eingeleitet hat. Das heißt auf gut Deutsch gesagt, nochmal anhand dieses beispielhaften Szenarios erklärt, sollte euch jetzt hier jemand angeschwärzt haben, bei eurem neuen Partner oder neue Partnerin, bei eurem Chef, bei einem Familienmitglied, bei einem Arbeitskollegen, wo auch immer, ist es nicht damit getan, dass man hier sozusagen dieses Chaos damit bereinigt, indem man sagt, nö, du, dieser Mensch, der hat dir da eine Lüge aufgetischt. Bei mir ist eigentlich alles wunderbar, jetzt lass uns wieder Freunde sein. Es steht hier das eine Wort gegen das andere Wort. Und euer Bezugsmensch hier, der weiß jetzt hier nicht so wirklich, wem er glauben soll, ob er euch oder diesen dritten außenstehenden Menschen glauben soll. Jemand ist hier, nicht nur ihr seid in dieser Wankelposition, in dieser Hin- und Her-Überlegung, in dieser Verwirrung oder Konfusion, sondern es sind hier wahrscheinlich mehrere Menschen, die jetzt nicht wissen, was stimmt und was stimmt nicht, was ist Fakt und was ist Fiktion. Der Narr und das Ass der Stäbe bedeuten einen Ausweg aus dieser Situation, weil diese Kommunikation, die hier stattfindet, die kann hier natürlich nicht nur euch, sondern auch
einen Bezugsmenschen von euch neue Perspektiven aufwerfen. Denn je besser es hier einem gelingt, wieder Ordnung zu schaffen, oder je besser es hier einem gelingt, jemanden, der für dieses Chaos verantwortlich ist, tatsächlich dann auch dazu zu bringen, hier es wieder zu bereinigen. Je besser das voranschreitet, desto eher wird man hier auch die Ursprungsposition wiederherstellen können. Allerdings scheint mir das einen größeren Aufwand natürlich auch für viele von euch aufzuwerfen. Ich habe hier ein sehr interessantes Reading, was auf die Art und Weise recht selten in allgemeinen Tarot-Readings gezeigt wird. Allerdings will ich darüber natürlich auch jetzt im weiterführenden Reading noch mehr in Erfahrung bringen. Ich will da noch tiefer in die Materie eintauchen, noch mehr Details zum Vorschein bringen und vor allem natürlich auch potenzielle Prognosen anstellen, wie das Ganze im Begriff ist, weiterzugehen. Solltet ihr in einer derartigen Situation euch befinden, solltet ihr damit etwas anfangen können, könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unterhalb von dem Video hier gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich über einen Like unter diesem Video sehr freuen, sofern es euch gefallen hat. Genauso wie ich mich natürlich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen, euch kommt es natürlich nicht zum Nachteil. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen November. Bleibt gesund und stabil, liebe Skorpione. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.